Elementkrieger Jugir. Vielleicht hier. Dorfweiser Zaya, Abdingo Balka. Ah, nee, der will nicht. So genau weiß ich das jetzt aber auch nicht mehr. Aber ich glaube, der befindet sich hier im Grund der inneren Ruhe. Krieger Heisen. Auf jeden Fall hier. Nee. Vielleicht hier, das. Ah, ich glaube hier. Ah, hier, ja, Mann. Dein Kampfgeschick und dein gutes Herz mit Stimme mich frohen Mutes. Und gewachsen bist du, dich den Herausforderungen der Hellerminen zu stellen. Tiefe in den Minen schlummert eine gewaltige Kraft. Bist du bereit, dein Leben zu riskieren? Dann suche sie. Du könntest sie vielleicht bändigen. Ich entsende unsere Krieger, dir den Weg zu ebnen. Doch werde nicht übermütig, hörst du? Denn diese Kraft wird deine kühnsten Vorstellungen übertreffen. Der hat es jetzt aufgemacht, denke ich. Diese Tür, damit wir weiterkommen. Genau. Perfekt, so will ich das auch sehen hier. Unverschämtheit. Und zwar, jetzt gehen wir in die Hellerminen. Und zwar werde ich euch dort einen weiteren und eigentlich schon der letzte Level-Trick zeigen, den man schon bis zum Maximallevel machen kann. Also bis Stufe 99. Aber ich werde vorerst erst noch bis Level 80 leveln, ja? Ungefähr. Level 80, genau. Und zwar sind die Gegner, die sich dort aufhalten, sehr stark. Zum einen, ja. Sehr stark. Und es bedarf eine nötige Technik. Genau, so, jetzt können wir hier rechts nämlich lang. Hier hat das nämlich geöffnet. Was am Anfang auch noch nicht schlecht wäre, wäre Levitega wäre ziemlich hilfreich. Also Levitega müssen wir auch noch machen. So. Jetzt können wir einfach mal durchlatschen. Ich hoffe, die tun uns... Aua. Aua, aua, aua. Boah, die ziehen aber schon ganz schön viel ab hier. Was ist los mit euch? So, da vorne wäre, glaube ich, eine Urne. Eine Sekunde, ich möchte kurz warten. Was macht dieses Viech da jetzt? Ist hier ein Schatz? Da war noch ein Schatz. Dieses Scheißding haut nicht ab. Ich wollte hier eigentlich kurz rechts einbiegen und eine Karte holen. Ja. Aber die wollen jetzt irgendwie alle auf uns. Hallo, mach das heiß Ding auf. So. Ich hoffe, wir überleben das noch. So, die Hennerfackel. Die versteckten Bereiche werden nun analysiert. Out, 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 out. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich will euch nicht, ich will euch nicht, ich will euch nicht. Kein Bock auf euch. Also seht schon, die Gegner sind relativ stark hier. So. Wir laufen jetzt einmal knurstracks, genau. Schnurstracks hier durch. Blutsaugen, mhm, auch immer ziemlich lecker. Es kann sein, dass ich jetzt verrecke. Gleich. So, wir werden jetzt hier mal einen kleinen Geheimgang gehen. Einfach mal hier entlang. Immer geradeaus. Jetzt kommen wir hier wieder raus. Und dann links. Nein, nicht mich anknabbern. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Oh, 19.
schnell, schnell, schnell. Puh. So. Jetzt sind wir schon einigermaßen auf der sicheren Seite. Wir werden uns kurz durchheilen. So. Und zwar werden wir jetzt hier entlang gehen. Und dann hier rechts. Diese Viecher könnt ihr erstmal auslassen. Die Zwieblasen, ihr seht schon. Diese Gegner sind echt heftig hier. Fran geht zu Boden. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt gehen wir hier entlang. Und hier haben wir jetzt den eigentlichen Levelpunkt erreicht. So. Und zwar bin ich mir jetzt sicher, ob wir das jetzt anfangs gleich schaffen werden. Aber auf jeden Fall erste Option, dass wir umstellen sollten. Wir sollten auf jeden Fall dieses Courage hier gegen Ena eintauschen, weil wir diese Gegner nur mit Ena besiegen werden. Ena war hier. So. Leute, und zwar jetzt hat erstellt noch eine andere Gambit. Und zwar eine anfangs erstmal Gegner im Blickfeld und dann, wo haben wir es denn? Hier. Schlafka. Das. Das hat nämlich richtige Priorität. Also hauen wir es schon mal ganz vor. Eigentlich mal als erstes. Da ebenfalls für jeden. Ah, toll. Achso, für ihn haben wir es schon. Dann jetzt mal für Fran. Gegner im Blickfeld und dann Schlafka. Schlafka. Nochmal ganz oben hin. Und für Wahn. Gegen ein Blickfeld. Schlafka. Wir können das Gegner im Blickfeld normal mal ausstellen. Und dann hier dieses Gegner in Zustand Schlaf. Das können wir mal gegen Vigra. Ja, gegen Vigra ersetzen. Und zwar machen wir das bei jedem. Vigra. Genau. So, Leute. Jetzt haben wir das schon mal geklärt. Und es wäre auch noch sehr von Vorteil, wenn ihr... Ja, die Chaos-Lizenz leck mich. Diese hier habt. Diese Schild-Bonus-Lizenz steigert die Reflexe. Steigert die Reflexe. Steigert die Reflexe. So. Und zwar... Wie viel haben wir denn? Wir haben zwei Dämonenschilde und ein Kristallschild. Ja, das ist nicht so arg so perfekt. Auf jeden Fall sollten wir etwas ausrüsten. Dämonenschild hat das eigentlich keiner von beiden irgendwie. Kann das eigentlich keiner ausrüsten, oder? Nur Wahn nicht. Hier. Oh Mann. Wir haben natürlich noch stärkere Schilder, zum Beispiel das Paraschild hier oder das Blutschild. Dann ist ja eben die Chance höher, dass ihr die Dinge reflektiert. Jetzt müssen wir halt eben noch schauen. Also Einhänder. Zorlendolch. Alter, wir haben kaum einhändig Zeug, ey. Ja, egal, die brauchen eigentlich keine Waffe. Hauptsache Schild. Kristallschild. Eigentlich sollten wir mit Dämonenschild, genau. Sollten wir mit einem Chinakragen für die Verdopplung der XP das jetzt machen. So. Für alle drei. Und was ihr... Ja, was wäre eigentlich noch ganz gut?
Am besten was, was Verteidigung bringt. Keine Magie, Abwehr. So, und was wir noch als Gern mit einstellen könnten, wäre Doppel. Oh, das hätten wir sogar gehabt hier. Einen Gefährten oder sich selbst. Sich selbst. Dubli. Damit wir auch viel TP haben, zugleich aber... So, jetzt haben wir gar nichts mehr übrig, außer eins noch ganz knapp. Oh Mann, oh Mann. Sich selbst und Dubli. Dann hoffe ich mal, dass das klappt, Leute. Also es kann sein, dass ich jetzt verreck. Das ist eigentlich very, very important. So, und jetzt für ihn noch. Wieso nicht sich selbst? So, hey. Ich habe jetzt gerade irgendwie gar nicht gecheckt. Wahrscheinlich hat es an der Ausführung hier gelegen. So, Dubli. Das kommt mal hier hin. Und zwar müssen wir ein bisschen aufpimpen. Und zwar erscheinen diese Gegner dann, wenn man dieses Steuergatter hier, Gatterkontrollschalter, diesen hier aktiviert. So, Fran, lassen wir noch kurz Ena zaubern. Normal müssten sich die ganzen Mobs, müssten sich die Gegner hier entrubeln und dann müssen wir sie gleich in Schlafgar bringen. Nachdem sie dann im Schlafgar sind, müssen wir sie mit Vigra besiegen. So, und das können wir noch wegtun. Sieht halt ganz ordentlich aus. Versuchen wir es mal. So, jetzt schließen sich die Dinger. Oder verändert sich viel. Und jetzt erscheinen die ganzen Gegner. Jetzt werden die ganzen Gegner in den Schlafzustand gebracht. Zumindest versucht, alle Gegner in den Schlafzustand zu bringen. Und sobald sich dann die meisten befinden, wird dann Vigra hier angegriffen. Ja, das dauert ein bisschen. Bis dann jeder hier drin ist. Und dann... Hä? Achso, der heilt sich selber. Ihr seht schon, jetzt wird ein bisschen angegriffen. Ihr seht schon, 9990. 9990. So könnt ihr die eigentlich auf leichteste Art und Weise besiegen. So. So, ihr seht schon 3000 pro Ding hier. Oh, da kommen neue. Auch nicht schlecht. So, versuchen wir mal alle einzuschläfern. So, das dürften das nämlich alle sein eigentlich. Nein, 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 nein. Waren bitte nicht auf, sondern auf die da. So. Jetzt wird angegriffen. Gambit Valga könnt ihr von mir aus auch noch ausschalten. So. Wenn ihr dann die Mobs besiegt habt, also bekommt dann schon 6000 pro Mob. Und das ist eigentlich auch relativ schnell. Wenn ihr das dann gemacht habt, einfach wieder zwei Gebiete zurückgehen. Und dann habt ihr ungefähr den ganzen Shit drinne. Also zum Beispiel, ihr habt das Ding jetzt offen. Einfach hier in die Stollen 2 gehen. Wieder nach oben in die in den Verbindungstunnel. Und dann von den Stollen 2 wieder in die Stollengabelung C, weil dieser hier unten zu. Genau. Da würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ich dann Level 80 bin mit allen. Oh, das dauert auch wieder. Och Gott. Och Gottchen. Mal gucken kurz. Hm. Ah ja, das geht schon. Zum einen bekommt er aber auch noch ziemlich viele Gil. Also, das haut schon hin. Wenn ihr noch ein bisschen Geldmangel habt, könnt ihr dadurch durch diese Wamp-Zähne, die ihr ebenfalls sehr gut verkaufen könnt,
auch noch super Geld scheffeln für später danach, dass wir doch noch genug Geld haben. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachleveln, wenn ihr das unbedingt so machen wollt wie ich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, Sikowski.